Wir haben diese Feuer von mehreren Zeugen aus der Bevölkerung gemeldet bekommen. Diese haben wiederum beschrieben, dass es sich hier um mehrere Feuer am Höllentalanger handeln müssen. Und zwar jetzt keine Feuer, die man üblicherweise als Lagerfeuer bezeichnen könnte, sondern Feuer größeren Umfangs. Wir sind mit einem Kollegen hier vor Ort gegangen, vor mittlerweile 3 Wochen, und haben dort dann erste Ermittlungen angestellt. Es wurden auch Zeugen gefragt zu dem gemeldeten Sachverhalt. Das ist der Bereich. Ja, nein, da habe ich eben auch nur mal so einen Suchschlitz gemacht. Nein, ist ja in Ordnung, weil ich meine, wir wissen ja nicht, wie weit sie vergraben haben. Wir wissen, dass da irgendwo das Feuer war, aber mehr wissen wir ja nicht. Der Fensterladen war behandelt. Wir haben ja oben beim ganzen Sackfall. Das Fenster, ja, genau. Ja. Also wir haben da praktisch den ganzen Boden, der anders ausschaut wie normal. Das ganze Verfärbte haben wir abgetragen fein mit dem Backer, die komplette Fläche, und mit dem Damper da hinten auf die Halde gefahren. Und jetzt müssen wir schauen, ob wir da halt noch fertig werden. Wir wissen noch nicht ganz genau, was für eine Fläche, wie groß die Fläche noch letztendlich ist. Und deswegen haben wir unseren Bodengutachter dabei, der wird uns dann schon sagen, wie es ausschaut. Wir haben jetzt da bei unseren Arbeiten verschiedentlich Material gefunden. Altes Besteck, Verrohrung von einer Elektroleitung, geschmolzenes Material, Beschläge, alles Mögliche. Und die Arbeit, die wir jetzt da machen, ist, dass wir das auffällige Material auf die Seite fahren. Aus dem auffälligen Material wird Probe entnommen, wird analysiert, und wenn wir dann fertig sind mit der Arbeit, wird eine erneute Probe genommen von dem Material, das unten dann liegen bleibt, um zu schauen, ob man oben alles auffällige Material beseitigt hat, damit man die Gefahr aus dem Bachbett eben entfernt hat. Zum Weiteren wurden an den beiden Verbrennungsstellen in Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt Bodenproben entnommen, um den Grad der Bodenkontamination abschätzen zu können. Ergänzenderweise hierzu wurden an den etwas weiter unten entspringenden Quellen ebenfalls Wasserproben entnommen, um auch hier den Grad der Wasserkontamination abschätzen zu können, beziehungsweise um zu belegen, dass es quasi keine Kontamination des Wassers und des Bodens gibt. Bezahlt wird das Ganze vom Alpenverein, der hier ein großes Interesse hat, dass diese Situation wieder bereinigt wird.